Einen wunderschönen guten Morgen, meine lieben Freunde. Ich bin euer lieber Odo und wir sind zurück bei unserer Europa Universalis 4 Partie, wo wir versuchen mit Österreich gerade Dänemark fertig zu machen, um Holstein wieder zurück ins Heilige Römische Reich zu bringen. Jo. Und so ein Feigling, wo rennst du hin? Nach Siena? Das ist mir aber recht, weil von Siena kommst du sowieso nirgends mehr hin. Nach Pisa bestenfalls. So, dieses Fort haben wir auch bald wieder zurück. Und wenn wir das haben, und dieses Vorhaben, so, wir warten. Of the Habsburg family with a weak claim becomes heir. Forgive me, father, for I have sinned. Das ist, glaube ich, wahrscheinlich die einzige Möglichkeit, dass wir noch einen Erben kriegen, der dann das Heilige Römische Reich übernehmen kann. Obwohl ich bin mir nicht sicher, wie das mit dem weak heir ist. Im schlimmsten Fall müssen wir das Autosave-Game nochmal laden. Franz Stefan noch dazu ist ja nicht einmal schlecht. Naja, er ist auch nicht besonders gut. Hat Stärke 9, also genau mittelmäßig. So, schauen wir mal. Dieser junge Mann ist genau 0 Jahre alt. Wie stehen denn die Chancen, dass der das Heilige Römische Reich übernimmt? Gut, 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 gut. Franz Stephan. Wir verlieren diese Schlacht. Wir sind besonders bescheuert. Wo sind die? Wieso sind die weggegangen, diese Wappler? Wieso sind die nicht bei mir geblieben? Braucht man einmal seine Untergebenen und schon machen sie voll auf doof. Können wir bitte endlich dieses Fort einnehmen? Wobei es ist um einiges schneller gegangen als das riesige Fort. Ja, ja, okay. Oh, supi. Wäre natürlich super, wenn wir da jetzt drüber kämen. Was wir natürlich nicht können, weil da diese dämlichen dänischen Schiffe sind. Und mit dem Fort da oben im Norden haben wir jetzt einen Monstervorteil. Einen wirklich, wirklich monströs guten Vorteil. Diese 13.000. Wenn wir da irgendwo hin hatschen, weil dieses Fort so zunächst einmal erst ausgezeichnet. Das haben wir uns auch zurückgeholt. Und schon schaut das viel besser aus.
Das erobern wir jetzt auch mal zurück. Dann holen wir uns wieder Holstein als nächstes. So, ihr seid ein Haufen Wappler. Geht jetzt mal daher als erstes. Immerhin haben wir diese 4000 dänischen Truppen da unten verscheucht. Ah, da sind sie noch. Wäre natürlich super, wenn wir nach Sjöland kämen. Sjöland, Sjöland, keine Ahnung. Da auf Finn ist Odense. Ha, ich habe Odense entdeckt. Da war ich letztes Jahr. Unter anderem. Nein, wir waren noch in Sjöland in Kopenhagen. Und wir waren, weiß ich nicht, schwer zum sagen, ob das noch Schleswig, wahrscheinlich Schleswig West, irre. So, warte mal. Wohin rennen diese Dänen? Die gehen nach Arezzo. Du bleib mal da stehen. Ja. Finde ich gut. Ja. Bleib ruhig noch da. Und lass uns dieses Land noch etwas devastieren. So, das erobern wir auch wieder alles zurück. Hopp, stopp, 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 stopp. Halt! Halt! Habe ich gesagt. Arr. Ja, Gott sei Dank sind sie zu einer Zeit hingegangen, wo ich tatsächlich sogar einen Anführer drinnen gehabt habe. Die sind moraltechnisch relativ schwach uns gegenüber. Wir sind relativ wenig Leute. Wo sind die alle hin? Hatten wir da nicht mehr? Da kannst du jetzt herkommen, du wahnsinniger Böhme. Schau dir was an. Holstein, das kann man unter Occupation of Austria. Finde ich gut.
Nein, ein Advisor has died. Finde ich nicht richtig. Admin Advisor, was haben wir denn dafür welche? Missionary Strength brauchen wir zurzeit noch nicht. Text Modifier klingt gut. Production Efficiency ist, glaube ich. Wobei, verbessert der auch meine Goldmine? Plus 4,6 und Taxation plus 10,4. Nein, das ist besser. Das heißt, der kostet mich effektiv nicht mehr ganz so viel. Wenn wir da 10% mehr haben, haben wir statt 10,4 11,4 circa. Passt. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, wie das läuft. So, hier geht's mal dann nach Arezzo. Wie ist das? Was haben wir da für Gebiete? Hügel, Hügel. Passt. Das ist ein gutes defensives Gelände. Wenn wir uns dort platzieren, sind wir auf jeden Fall defensiv. Ha, sehr gut, sehr gut. Der Böhme kommt auch noch daher. Jetzt machen wir auch noch die schwedischen Truppen da tot. Nein, das brauchen wir jetzt nicht mehr da. So, jetzt wäre noch irgendwie schön. Wieso seid ihr noch immer high? Ihr habt schon eine 3,1 War Exhaustion. Das ist natürlich unangenehm für euch. Finde ich echt schlimm. Ich hoffe, es wird noch schlimmer. Schauen wir mal, ob wir da diese Truppen da im Süden dann noch erledigen können. Aber dazu warten wir noch ein bisschen. So. Wo rennen die hin? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich nach Finn oder so irgendwo. Diese Schiffe hier sind ein bisschen doof für uns. Den ich gerade eingestellt. Ich bin so ein Idiot. Ich habe ihn rausgeworfen. Ach Gott. René, du bist ein Vollkoffer. Anstatt ihn einzustellen, hast du ihn weggebracht. Ach Gott. Yearly Inflation Reduction wäre nicht schlecht eigentlich. Aber der ist ein Zweier, den kann ich mir nicht leisten derzeit. Schauen wir mal, haben wir da. Einen billigeren Minister. Okay. Verzichten wir vielleicht mal drauf. Spart uns ein wenig Geld. Der Krieg ist einfach so teuer, wenn wir da führen. Schade eigentlich. Es wäre schön gewesen, wenn er hier stehen geblieben wäre. Da hätten wir ihn nämlich aufgerieben. Naja, ist mir wurscht. Sind die dann alle auf der anderen Seite von dieser Straße? Und wenn sie nicht mit dem Schippernackel zurückkommen, dann müssen sie durch dieses Gebiet. Das wäre natürlich ziemlich cool. Das
kann man es relativ einfach zurückschlagen. So, na schauen wir mal. Kriegen wir schon einen Frieden mit euch? Ich fürchte nicht. Oh, wobei sie sind nur noch medium enthusiastic. Finde ich gut. Wie viel Plus haben sie noch? 5, 19. Schauen wir mal. Wir hätten gerne Holstein. Und zwar. Okay, wir können es nur so verlangen. Auch nicht schlecht. Das hätten wir gerne. Und wenn geht, Geld. Viel Geld. Das ist unser Deal. Das hätten wir gerne. Need at least 10 War Score. Oh Gott. Wie soll man diese 10 War Score zusammenkriegen? Frage mich gerade. Indem wir einfach warten, weil Holstein halten wir ja und in Wirklichkeit sollte das jetzt raufgehen, nur deswegen, weil wir Holstein halten. Wir müssen also nicht wirklich was tun. Wir könnten natürlich Truppen da herstellen und hoffen, dass irgendwann mal diese Schippernackeln weggehen. Was sie wahrscheinlich nicht tun werden. Immerhin einen Warscore von 8 gehabt. Achso, das war wegen dem Dings. Irgendwie. Sie blockieren auch ständig irgendwelche Häfen. Das hilft ihnen natürlich auch, beziehungsweise schadet mir. In meinen Bemühungen. So, hier. Daher. Wie schaut das da aus? Wir machen das da. Dem da jetzt ein Ende. Also in Wirklichkeit sollten wir diese Schlacht schlagen, gewinnen. Wir haben die besseren Truppen. Wir sind mehr Leute. Wir gehen nach Treviso. Sehr ärgerlich. Das kostet uns alles so viel Geld, bis wir unsere Schulden zurückgezahlt haben. Ja, aber wir sind auf 9%. Und wieso hat er schon wieder eine High? Kann das sein? Info plus 24. Occupied and besieged provinces minus 3. Nein, die Osmanen hatten in Ungarn den Krieg erklärt. Das gefällt mir nicht. Das heißt, ich muss relativ schnell auch Ungarn den Krieg erklären. Sie möglichst schnell in meine Personalunion kommen. So, wie schaut's aus, Freunde? Findet ihr das gut? Nö. Minus 130. Minus 107. Was, wenn wir nur Holstein verlangen? Wie wird das machen? Das ist noch immer minus 16.
Zwischenzeit. Nein. Wir sollten in der Zwischenzeit mit der Schweiz zum Beispiel unsere Beziehungen verbessern. So unfähig. Dieser Krieg gegen Dänemark war ein Fehler. Vor allem, wenn wir nicht mehr rüber, wenn wir da nicht rüberkommen. Aus Venedig kann man jetzt auch wieder den Krieg erklären. Nein, der Emperor ist tot. Gain 11 Imperial Authority? Echt jetzt? Black News indeed. My Arch. Warte mal. My Old Mount. Nein! Wir haben nur ein Regency. Aber Franz Stephan ist zum Emperor gewählt worden. Das finde ich cool. Wir sind Emperor, obwohl wir ein kleines Kind als Regierenden haben. Aber die Regency ist, glaube ich, schlecht, weil da können wir keinen Dings. Ah, da können wir nämlich keinen. Zwei, zwei, drei. Bin ja unfähig. Was ist denn das für ein dummes Council? Und der ist noch immer null. Puh, war gut, dass wir den genommen haben. Auch wenn er nur einen Weak Claim hat. Nein. Die Regency verhindert auch noch. Ach, das ist schlecht, das ist schlecht. Das führt zur Rebellion und Aufstand, fürchte ich. Wir haben schon wieder Unruhen. Wir brauchen diesen Frieden jetzt recht bald. Wieso haben wir da jetzt 9% wieder? Sagt mir das jemand? Jetzt haben wir wieder 11%. Was? Und ein Corruption. Na super. Wir führen Österreich in den Bankrott. Gibt's ja wohl nicht. Tirol is no longer the seat of a cardinal. Was? Wir haben uns zwei Kardinäle abgenommen? Das ist arg. Oh, super. Ein paar von den. Ach, super. Mit zwei Kardinälen wäre es um einiges besser gewesen. Ja, 24 Reform wählen, bist du irre? Hm.
könnten diese blöden Hypernakeln irgendwo anders hinfahren, vielleicht derweil. Das sind dänische Truppen. Gold ist the sign of nobility. Hey, Geld! Uff. Hey, Stabilität! Warte mal, wo sind wir stabilitätsmäßig? Ich glaube, wir sind auf jeden Fall noch, sind wir noch positiv. Jo. Ah, Stabilität ist nicht schlecht. Ja, machen wir das doch glatt so. Warte mal, 1464, in Wirklichkeit müssten wir doch fast schon das machen können. Am 11. November. Eigentlich habe ich mal gedacht, dass wir diesen bescheuerten Krieg jetzt noch fertig kriegen. Aber denkst du? Denkst du? So. Sind alle dabei? Gut. Von Units attached. Na gut. Ah, das hat schon gereicht, dass wir nur da drüber gefahren sind, um ihn zu vertreiben. Feigling. So ein Feigling. Wir sollten solche Schlachten schlagen, damit wir War Score kriegen eigentlich. Das reicht schon. Naja, wird es noch immer nicht machen. Obwohl, wir haben nur noch minus 12 Reasons. Gibt es irgendwas, was wir erobern können, ohne von ihm? Ohne, dass wir da über dieses depperte Dings drüber müssen? Nein, tut mir leid. Ich gebe keine Military Accesses. Du müsstest jetzt schon die ärgere War Exhaustion haben, Freund. 18 wird nicht besser. 6,4, 6,8. Mühsam nähert sich das Eichhorn.
Nee, auch du kriegst keines. Oh, super. Und noch ein Leon. Ach, wir sind so unfähig. und einer ist extended. Das war nicht besonders klug von uns. Der Krieg war echt eine miese Idee. Wir hätten uns überlegen sollen, dass wir da nicht rüberkommen. Wieso? Ah, weil sie da jetzt belagern. Das ist aber gut. Das ist gut. Das freut mich. Besser. Irgendwelche Truppen hergebracht, deswegen sinkt unser Wert wieder. Na gut, schauen wir mal, was wir da alles machen können. All glory to us. Finde ich gut. Klingt auf jeden Fall nicht schlecht. So, warte mal. Wer ist der Beste? Der hier. In Wirklichkeit müssten wir die erwischen und ihnen da fast den Chaos schon machen können. Ah, okay. Okay, jetzt können wir das machen. Machen wir noch das schnell und dann machen wir wieder Schluss für heute. Verdammt. Wir brauchen mehr Einfluss für die Bürger. Wir brauchen mehr Einfluss für die Bürger. Ah, da drüben gibt es ja eh urwundervolle Gebiete für die Bürger. Prozent ausgezeichnet. So, dann wir wollen Diplomatiepunkte und wir wollen Geld. Damit können wir zumindest einen von den Loans zurückzahlen. Uff, mal das eine. Gut, ihr hier. Das machen wir auf jeden Fall mal. Das machen wir auch. Und wir holen uns
Administrative Punkte. Military Points holen wir uns auch noch. So, wie weit sind wir von den nächsten Forschungen entfernt? Noch weit. Noch weit, aber nicht mehr so weit. Dadurch, dass wir das gemacht haben. So, Herrschaften, an dieser Stelle machen wir den Schluss für heute. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Schlaft gut und träumt was Schönes. Vielleicht lassen wir das mit diesem Krieg dann noch. Ja. Schauen wir mal. Wir besiegen ja jetzt ein paar Dänen hier. Bis dann.